Wie viele sind heute von Ihnen, obwohl Sie es gewusst haben, in die Blitzerfalle getappt? Ich war etwas enttäuscht von dem Blitzermarathon, der heute von 6 bis 24 Uhr lief. Ich habe nicht einen Blitzer gesehen. Ich habe aufgepasst, wirklich wie ein Schießhund. Kein Blitzer. Aber es gab natürlich Blitzer und wir waren mit einem Kamerateam vor Ort und haben uns danach mit Jens Scholze von der Polizeidirektion Zwickau verabredet. Ja, also auch die Polizeidirektion Zwickau beteiligt sich heute wieder am europaweit stattfindenden Blitzermarathon. Er findet von 6 bis 24 Uhr statt, hat eben heute früh begonnen. Das Fazit bisher lautet so, dass die Fahrzeugführer letztendlich durch die breite Berichterstattung in der Öffentlichkeit im Bewusstsein letztendlich schon darauf eingestellt worden und sich größtenteils an die Geschwindigkeiten halten und eben ganz vernünftig unterwegs sind. Ziel der Aktion ist es ja auch, die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren, langsam zu fahren. Ja, also der Hauptfokus dieser Aktion liegt darin, das Sicherheitsgefühl oder die Verkehrssicherheit an sich zu erhöhen. Den Kraftfahrern, den Autofahrern insgesamt soll ins Bewusstsein gebracht werden. Insbesondere die Risiken, die durch überhöhte Geschwindigkeit letztendlich existieren, die realen Risiken. Einmal ist überhöhte Geschwindigkeit noch Hauptunfallursache oder eine der Hauptunfallursachen. Und dann ist es natürlich so, je höher die Kollisionsgeschwindigkeit bei einem Unfall ist, desto dramatischer sind die Folgen, die Unfallfolgen, die Verletzungen, gerade bei Fußgängern und Radfahrern. Sie haben ja eingehend gesagt, europaweit. Das heißt, wenn ich jetzt ins benachbarte EU-Ausland fahre, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich da trotzdem irgendwann diese Bescheinigung oder diesen Brief bekomme? Also wenn ich denn im Ausland dann auch geblitzt worden bin, muss ich natürlich damit rechnen, dass dieser Bußgeldbescheid dann auch bei mir zu Hause im Briefkasten landet. Mit einigen Ländern in der EU existieren, also zwischen Deutschland und diesen Ländern existieren teilweise Vereinbarungen, wo solche Bescheide auch europaweit vollstreckt werden. Mich würde noch interessieren, sind es denn nur die Jungen, die rasen, oder so aus Ihrer Erfahrung, gibt es auch die Älteren? Also die Bandbreite ist groß. Junge Fahrer, Fahrer mittleren Alters, Fahrer, Fahrerinnen, aber auch die Älteren sind da durchaus präsent. Ihr großer Wunsch an die Verkehrsteilnehmer, der wäre? Ja, der Wunsch der Polizei, der Wunsch aller Verkehrsteilnehmer muss eigentlich lauten oder lautet definitiv nicht nur heute auf die Geschwindigkeit zu achten, sondern auch an den anderen Tagen, wo dieser Blitzermarathon nicht stattfindet. Definitiv sind wir darauf eingestellt, auch an den Tagen, die nicht als Blitzmarathon ausgewiesen sind, entsprechend aktiv zu sein und die Einhaltung der Geschwindigkeit zu überwachen.